So, und damit kannst du jetzt hier im Spiel weitergehen. Ja, die Zündung. Gucken wir uns das nochmal an. Achso, ich hatte es entweder nicht gespeichert oder ich habe alle Drähte schon wieder gekappt das letzte Mal. Okay, wenn man jetzt hier die Drähte miteinander verbindet. Also ich mache jetzt hier einfach mal irgendwas. Dann kommt so ein tolles Geräusch. Also ich habe die Lösung jetzt schon quasi offscreen rausgeknobelt. Also ich wollte das nicht direkt im Spiel machen während des Let's Plays, weil ich halt eine Liste geführt habe mit den ganzen Kombinationen. Ich bin das halt ganz systematisch durchgegangen und ja, es hat auch ein bisschen gedauert. Allerdings gibt dieses Piepen, was wir gerade gehört haben, auch schon einen Ausschluss darüber, wie die richtige Kombination im Vergleich zu dem ist, was wir jetzt hier angebracht haben. Es ist also wie eines von diesen Logikspielen, wo man gesagt bekommt, okay, so und so viele hat man richtig und so viele hat man falsch. Zumindest so ähnlich. Wir hören uns das nochmal kurz an. Na, genau. Das lange Piepen bedeutet ein richtiger und das kurze ein falscher. Und ja, das bedeutet jetzt, wir haben ein lang, kurz gehört. Das heißt, vom Output her ist die 1 und die 3 schon richtig verbunden, was jetzt Glückssache war. Ich habe jetzt nicht auf meinen Zettel geguckt. Okay. Ja, genau. Und darüber kriegt man es eben wohl ein bisschen schneller raus, als wenn man systematisch alles durchprobiert. Aber man muss eben auch erstmal darauf kommen, dass es sich auf den Output bezieht und nicht auf den Input, wo ja die Drähte alle eigentlich ursprünglich angelegt sind. Und was halt richtig und was falsch bedeutet. Ja, und so haben wir dann das jetzt schon fast schon richtig. Also wir müssen den jetzt hier nochmal lösen. Ja. Lösen war ja nur einmal benutzen. Und einfach genau andersrum anbringen. Sprich den hier an die 4. Und den hier an die 2. Hoffentlich sind die Kabel, die ich entfernt habe, nicht besonders wichtig. Ja, hoffentlich. Oh, und es geht schon los. Thank you.
haben es geschafft. Juhu! Was geschafft? Die Flucht von Cygnus Alpha. Floyd, du bist der Größte. Das ist mir schon öfter gelungen. Es ist ziemlich leicht, wenn du den Dreh einmal raus hast. Kannst du mir nicht ein bisschen Selbstbeweihräucherung gönnen? Wie du willst. Du könntest vielleicht Danke oder sowas sagen. Danke. Ich meine, ich mache sowas schließlich ja nicht jeden Orbit. Nicht? Wahrscheinlich langweilt dich das alles ein wenig. Natürlich muss es auch recht lästig sein, ständig aus einem Hochsicherheitstrakt auszubrechen. Ich wette, du wachst morgens auf und denkst, oh nein, nicht schon wieder eine abenteuerliche Flucht. Naja, manchmal ist das so. Wo genau wollen wir eigentlich hin? Was weiß ich, du bist doch der Experte. Dann sollten... Seltsam. Was ist denn mit den Instrumenten los? Ich musste ein paar Kabel umstöpseln, um die Kiste zu starten. Welche hast du rausgezogen? Keine Ahnung, Kabel sind Kabel. Warum? Siehst du den Planeten da? Welchen? Oh, den Planeten. Was sollen wir jetzt tun? Keine Panik. Schalt die Retrostabilisatoren ein. Retrostabs, klar. Nichts passiert, nichts passiert. Schnall dich an. Kann etwas holprig werden. Etwas holprig? Wir fahren mit etwa 1 Million km/h auf dem Planeten darunter. Ein Grund mehr, sich anzuschnallen. Wie kannst du in so einem Moment bloß so ruhig bleiben? Alles Übungssache. Man gewöhnt sich dran. Also überlebt? Hab ich das? Ich war noch nie tot, aber es kann sich kaum schlimmer anfühlen als das hier. Was machst du da unten? Inventur. Inventur? Von was? Proviant, Verbandszeug, Waffen. Warum rufen wir nicht einfach über Funk um Hilfe? Das Ding hat den Crash nicht überlebt. Na, dann lass uns die nächste Vidfunkzelle suchen. Wir sind auf dem Planeten Philp, Klasse C. Keine Technologie, kein Konzern, keine Vidfone. Oh. Laut Datenbank gibt es hier nichts außer einem kleinen Forschungszentrum. Wir sind erledigt. Ich habe hier unten aber was Interessantes gefunden. Aha, was? Morgen, Sir. Wie geht's diesen Orbit? Könntest du bitte die Waffe aus meiner Nase nehmen? Zurück, SM-13. Das ist ein militärischer Aufklärer-Droid, nicht wahr? Aus der alten 13er-Serie, ja. Aus der was? Die 13er-Serie. Die schlimmste Fehlentwicklung des Konzerns. Man hat an die 100 gebaut. Alle ohne Sicherheitschip. Hört sich nach einem Hauch Leichtsinn an. Die 13er haben bei einem Einsatz die komplette Bevölkerung eines Planeten ausgelöscht. Und du hältst es für richtig, diese durchgeknallte Killermaschine einzuschalten, statt sie einzustampfen, wie jedes normale Alien es sofort tun würde? Ich habe ihn etwas umprogrammiert. Er könnte uns nützlich sein. Zeig ihm, was du kannst, Sam. Sofort, Mann. Ich kann noch mehr, Sir. Ich bin mit den allerneuesten Waffen, hochmodernen Taktik-Synapsen, dem ARC-TM für Hörprogramm und einem Mini-Fangstrahl ausgestattet. Doch, sehr nützlich. Sofern das Ausflugsprogramm Völkermord vorsieht. Er wird sogar mit Fernbedienung geliefert. Toll, Massenvernichtung auf Knopfdruck. Ein Traum für jeden Lehnstuhl-Diktator. Wir haben keine Zeit, das auszudiskutieren. Komm, schauen wir nach, wie groß der Schaden ist. Was ist denn? Hey, das müssen die Filbers sein. Sind die gefährlich? Ich denke nicht. Grüße, Bürger. Habt keine Angst, wir kommen in Frieden. Stirb, elendes, schleimiges Verräterpack! Oh.
Du hättest das Ding unter Kontrolle. Das dachte ich auch. Sie hätten gefährlich sein können, Sir. Gefährlich? Sie hatten Angst vor uns. Eine hinterhältige List, Sir. Man will sie nur in Sicherheit wiegen, Sir. Na gut, aber von jetzt an wird nicht mehr ohne Erlaubnis geschossen, klar? Sir, ich muss protestieren. Das ist ein Befehl, Sam. Ja, Ma'am. Fein. Ich schlage vor, dass ihr zwei euch ein bisschen umseht. Ich versuche derweil, das Funkgerät zu reparieren. Nimm die Fernbedienung mit, falls Sam wieder Unsinn macht. Warum kriege immer ich die blöden Jobs? Kannst du Funkgeräte reparieren? Nein, aber ich lerne schnell. Geh einfach los und schau dich um, okay? Wir müssen ja nicht länger als nötig hier festhängen. Schon gut, schon gut. Na dann komm, Sam. Sir, ich denke, es wäre klug, wenn ich als Aufklärer vorausgeschickt werde und zunächst die Lage überprüfe. Nur für den Fall, dass sich hier noch mehr von diesen blauen Monstern herumtreiben, Sir. Wie du meinst. Falls du etwas Verdächtiges bemerken solltest, dann bleib einfach stehen und warte, bis ich komme. Verstanden, Sir. Und bring niemanden um. Tut mir leid, Sir. Bin schon zu weit entfernt, um diesen Befehl noch mit meinen Akustiksensoren empfangen zu können, Sir. Okay, wir können uns wieder bewegen. Ja, das ist doch mal interessant. Über die 13er-Klasse haben wir in unserem Orakel gelesen. Ja, und ich glaube, es war keine gute Idee, den wirklich den wach zu machen. Also hier raus wären wir ja sicherlich auch noch so gekommen. Ja, Klasse C-Planet, das heißt ja eigentlich... Oh, Abdeckung. Das heißt ja eigentlich nur, dass die Planeten in der Regel unbewohnt sind. Sag mal, dieses eine Geräusch da im Hintergrund, das klingt doch wie ein Delfin. Jetzt ist es natürlich nicht zu hören. Und ich glaube, dieser Roboter wird uns noch sehr viel Ärger machen. Das ist die Fernbedienung. Damit kann ich Sam steuern. Manchmal. Oh je. Wenn ich mich jetzt noch daran erinnern könnte, wo ich was gespeichert habe. Ja, also ich habe dann jetzt auch noch versucht, bevor wir jetzt hier durchstarten, auch noch in diesen anderen Weg zu gehen. Also da gab es ja noch einen Weg geradezu, wenn man über diesen bunten Boden da läuft. Aber da kommt man nicht hin. Das macht er nicht. Also er dreht dann weder um, noch kommt man auch so über die Symbolfolge dorthin. Also haben wir quasi nichts verpasst. So, dann gucken wir uns mal die Abdeckung an. Ein Panel, unter dem sich gewöhnlich die Batterie verbirgt. Hm. Das ist ein ziemlich blödsinniger Vorschlag. Es geht schon wieder los. Ich glaube nicht, dass ich mit meinen bloßen Händen dazu in der Lage bin. Du brauchst ein Werkzeug. Können wir da reinlaufen? Das Geräusch meine ich. Eieiei, ich fürchte, dafür bin ich mitverantwortlich. Wir haben ja gelernt bei den Rätseln, dass es ratsam ist, mit den Leuten so oft wie möglich zu reden, bis sie nur noch das Gleiche sagen. Achso. Da ist jemand unten. Ja, wer wohl? Das ist ein ziemlich Blödsinn. Ja, ich geb's jetzt so. Hey! Moment! Was ist? Ich wollte nur wissen, nach was genau ich mich umschauen soll. Du könntest zum Beispiel die Sache mit den Eingeborenen ausbügeln. Wir müssen vielleicht mit ihnen verhandeln. Ich spreche kein Einheimisch. Dann versuch's mit Zeichensprache. Ja, tolle Idee. Ich sage, hey Jungs, tut mir leid, dass mit meinem psychopathischen Kumpel hier. Habt ihr irgendwo einen interplanetarischen Kommunikator rumliegen? Dafür kriegt ihr auch einen leicht beschädigten Bus mit 80.000 Lichtjahren auf dem Tacho. Du kennst nicht zufällig die Zeichensprache dafür, oder?
Dann lass dir was anderes einfallen. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass unser Funkgerät vollkommen im Eimer ist. Irreparabel. Du meinst, wir stecken hier fest? Falls ich nicht die Teile finde, die ich für einen Subraumsender brauche, ja. Und wie stehen die Chancen? Keine Ahnung. Ich hatte noch keine Zeit nachzusehen. Und während wir hier plaudern, komme ich bestimmt nicht weiter. Ich weiß, wann ich unerwünscht bin. Die Erfahrung macht's, was? Haha, sehr komisch. Wir haben noch weitere Gesprächsoptionen. Ich störe Sie besser nicht mehr. Oh nein. Ach Mann. Das heißt, es muss jetzt auch so weitergehen. Sam, hast du schon wieder ein paar Eingeborene getötet? Ach du Scheiße. Wir benutzen sie einfach mal. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wie wäre es, wenn ich ihn stattdessen einfach anspreche? Er ist aber schon wieder weg. So merkwürdige Gräser. Kann ich hier irgendwas anwählen oder muss ich hier selber raten, wo man lang kann? Oh, so ein schöner Baumstamm und der läuft nicht rüber. Oh. Oh, okay. Ich habe die Befürchtung, ich muss mich beeilen, um hinter diesem Vieh hinterherzukommen. Diese Dschungelgeräusche gefallen mir nicht.